Tempo ist der Schlüssel zu einem weiten Golfschlag. Was vielen aber fehlt, ist so die Kraft und das kontinuierliche muskelaufbauende Durchziehen beim Golfschwung. Und da ist dieser Propeller, das ist ein so schönes, relativ schweres Teil, was auch noch zusätzlich den Gewichtseffekt hat. Aber der grundlegende Idee ist, dass der die Belastung für die Muskeln dynamisch erhöht. Also ähnlich dem echten Golfschwung. Es fängt sanft an und wenn man es schön durchzieht, wird die Kraft sehr stark durch den Luftwiderstand. Und so sollte auch das Training sein. Also man schwingt hier ganz locker, kann das zu Hause machen und versucht hier immer möglichst weit Luft nach vorne zu treiben. Stärkt die Muskeln, Tempo und ist ideal zum Aufwärmen.